Einen wunderschönen guten Morgen. Ja. Hier im schönen Freudenstadt, an einem schönen Märzmorgen, einen Tag vor der subtotalen Sonnenfinsternis morgen. Morgen früh 9.20 Uhr oder so ähnlich gibt es einen. Wir möchten Ihnen vorstellen, was wir beide wichtig finden in den Naturheilverfahren. Wir sind beide eine alte Häsin und ein alter Hase sozusagen. Wir haben schon den einen oder anderen Kurs gemacht, wir haben schon das ein oder andere Technik uns angeeignet und wir haben viele, viele Sachen ausprobiert und die vier, die wir meinen, die sind einfach richtig wichtig. Die wollen wir euch heute erzählen, wollen wir euch darüber berichten und das machen wir im Duett machen wir das. Wir machen es im Duett, genau. Ja, das Entscheidende, worüber wir uns auch da jetzt vor ein paar Jahren hier eben im Zen kennengelernt haben, war auch, wir haben eine ganze Menge Verfahren. Wir haben richtig gute, tiefsitzende, zielgerichtete Verfahren. Die vier stellen wir Ihnen heute vor. Und das Zweite ist, wir haben auch so etwas, im Mittelpunkt unseres Bemühens steht ja der Patient mit seinen inneren, ich sage jetzt mal Krankheitsursachen, mit seinem Krankheitsgeschehen. Und deswegen liegt uns heute am Herzen, nicht nur vier Verfahren vorzustellen, sondern anhand von Patienten durchzugehen, wie kommen wir an die Krankheitsursache, wie kommen wir an das Kerngeschehen ran. Und deshalb haben wir auch diese Verfahren ausgewählt, weil wir anhand dieser Verfahren zeigen können, bei diesen Patienten spielt sich das Krankheitsgeschehen im inneren Zellstoffwechsel ab. Wo, in welchem Organsystem auch immer und wie hängt das gesamte System damit zusammen und wie können diese Therapieverfahren sich auch ergänzen, synergistisch wirken. Und es liegt uns am Herzen, dass wir sozusagen einen roten Faden für Sie irgendwie hier aufbauen, damit Sie sehen, wie können Sie auch andere Verfahren mit dazu bringen in Ihrer Praxis. Das setzt sich vielleicht ähnlich an. Und was ist der Pathomechanismus dahinter? Der Pathomechanismus heißt, was ist das krankhafte Geschehen auf der tiefsten Ebene? Wie kann man denn die Sachen erklären? Aus der Erfahrungsheilkunde wissen wir, dass ganz viele Sachen funktionieren. Und wir wissen heutzutage eben auch glücklicherweise ganz oft, warum sie funktionieren. Und das werden wir Ihnen an ausgewählten Patienten dann zeigen. Was sind jetzt diese spannenden Verfahren? Das ist die Ozonsauerstofftherapie, es ist die Ernährung, es ist die mikrobiologische Therapie und es ist die biophysikalische Gefäßtherapie BEMA, die wir alle als Teamplayer bei uns in der Praxis einsetzen. Ja, wir haben so viele Verfahren, Monika hat es schon genannt. Wie setze ich die jetzt am besten ein, Monika? Was meinst du, wie könnten wir sowas in unserer Praxis anwenden? Ja, genau, wir nehmen den Patienten auf. Die Frage ist, wo steht das Krankheitsgeschehen? Du hast es eben schon gesagt. Wie kann ich den Patienten führen? Ich sage immer so gerne meinen Patienten, wir machen uns gemeinsam auf den Weg aus diesem pathologischen Geschehen heraus in einen Gesundungsprozess. Und dann eben die Frage, was kann man ihm alles zumuten, finanziell auch, pekuniär auch. Und die Frage ist, welche sind optimal, kann ich auf das eine verzichten, das andere brauche ich unbedingt, was soll ich mir gegebenenfalls noch anschaffen? Ja, und Monika hat sich jetzt auch etwas angeschafft. Monika ist neu niedergelassen, in neuen Räumen niedergelassen. Seit 20 Jahren schon und jetzt neu niedergelassen. Das heißt auch, was überlege ich mir dann, wie ich meine Räume dann nehme und auch was setze ich ein an besonderen Verfahren. Ja, Monika ist in München niedergelassen. Monika ist Ärztin für Ernährungsmedizin, ist auch Ärztin für biophysikalische Gefäßtherapie, ist eine sehr langjährige, erfahrene Ärztin, die eigentlich so den ganzen holistischen Bereich abdeckt. Und das im Bereich München. Und Monika ist privatärztlich niedergelassen. Genau, weil das, was wir hier machen, den Patienten anbieten können, ist etwas, was in der Verantwortung des Patienten sitzt, was die gesetzlichen Versicherungen nur zum Teil bezuschussen mit der Ernährungsmedizin. Aber das sind die Verfahren, wo ich einfach sehe, da kommen wir an die Pathomechanismen ran. Und da haben wir den schnellsten und effektivsten Weg, den wir da gehen. Ja, und der Michael sitzt in Eichstätten bei Augsburg, hat mit seiner Frau, mit Helen zusammen eine Praxis, hausärztlich internistisch. Deine Frau Helen ist Kinderärztin. Sie haben eine Praxis für
integrative oder integrierte, ganzheitliche Familientherapie. Das heißt, ihr habt 4 Generationen da an Patienten, gell? Vom kleinsten Baby bis zur Uroma gebeugt. Das heißt, ihr seid wirklich mit dem gesamten Spektrum der Patienten, die auf, bei uns um Hilfe fragen, konfrontiert, die nehmt ihr mit auf den Weg. Und insofern sieht man natürlich sehr vieles auch über diese Generation. Dein Spektrum ist auch richtig weit von einer klassischen allgemeinärztlichen hausärztlich-internistischen Kassenpraxis bis hin eben zu dem privatärztlichen Bereich der Naturheilverfahren. Du hast einen großen Schwerpunkt in der Ozonsauerstofftherapie, in der mikrobiologischen Therapie. Auch du setzt die physikalische Gefäßtherapie ein. Zum Thema Ernährung diskutieren wir immer noch. Genau. Da lernen wir noch voneinander in all diesen Verfahren, so wie ich also aus seiner mikrobiologischen Erfahrung auch immer wieder schöpfe. Und es gibt das schöne breite Spektrum an und es ist für uns beide und die Freude an dieser Medizin, die wollen wir Ihnen heute vermitteln. Vorgestern habe ich mit zwei Kolleginnen aus München zusammengesetzt und wir haben darüber gesprochen, über diesen Kurs. Die eine frug eben nach dem roten Faden für ihre Medizin, für ihre Praxis. Und wir kamen irgendwann zu dem Punkt und sagte, das ist Medizin, die Spaß macht. Das ist eine wunderbare Medizin. Wir geben nicht ein Medikament und der Patient kommt in 4 Monaten mit dem gleichen Problem wieder. Es sind keine mehr chronisch kranken Patienten, sondern sie machen sich auf den Weg. Es tut sich was. Diese Medizin macht Freude. Du sagst immer, wir sind Ärzt mit Freude. Du hast das Seminar Arzt mit Freude. Morgen Nachmittag ein Seminar Arzt mit Freude. Genau, wenn man den Patienten wirklich mit auf den Weg geben kann, wenn man sieht, was sich bewegt, was sich verändert, das ist das, was... warum ich also auch nie daran denke, irgendwie was anderes zu machen in der Medizin, weil das einfach richtig Spaß macht. Und das wollen wir Ihnen gerne vermitteln. Was Sie heute auch immer wieder erleben werden, ist, wir haben ein bisschen einen anderen Blickwinkel. Wenn Monika rein privatärztlich niedergelassen ist, dann kann sie manche Dinge anders steuern. Patienten haben eine ganz andere Erwartungshaltung als ich, der ich doch im Kassensystem eingebunden bin, wie vielleicht der ein oder andere von Ihnen auch. Und wo wir ganz andere Erwartungen der Kassenpatienten an uns haben. Sie nicken heftig schon und das wird sicher auch nachher noch ein Thema sein. Am Nachmittag werden wir da durchgehen, was kann ich denn in einer Kassenpraxis mit all diesen Verfahren machen und auch wie gebe ich das weiter. Das wird auch ein Schwerpunkt morgen sein. Wie kann ich als Kassenarzt noch mit Freude im Jahr 2015 arbeiten? Es gibt Möglichkeiten, wie man das machen kann. So. Jetzt möchten wir Ihnen schnell eine Übersicht geben und dann geht es auch gleich medias in res. Was werden wir heute miteinander durchsprechen? Einmal, was sind überhaupt so diese ganzen grundlegenden Pathomechanismen, die den meisten Erkrankungen, mit denen wir es in der Praxis zu tun haben, zugrunde liegen? Dann werden wir das anhand von 2 Patienten durchsprechen. Wir werden Ihnen 2 Patienten vorstellen. Und diese beiden Patienten, die werden wir nachher nochmal aufrollen an den einzelnen Verfahren. Genau, aber wir würden uns freuen, wenn es nicht bei den 2 Patienten bleibt, sondern wenn Sie, der ein oder andere, sagt, da fällt mir dieser und jene Patient ein, folgende Krankheitsgeschichte und dass wir die eben auch gemeinsam besprechen. Sie haben sicherlich den einen oder anderen, wo Sie sagen, da fehlt mir noch was zu, kann man das jetzt auch bei diesen Patienten durchspielen. Also wir haben 2 mitgebracht. Wir haben natürlich gestern Abend festgestellt, dass wir noch 5 andere oder 10 andere in der Hinterhand haben. Wir können Sie also den ganzen Tag mit Patientenfällen vollklatschen, aber mir wäre wichtig oder uns ist wichtig, dass auch Sie Ihre Patienten vorstellen können. Und wenn dann Patienten sind, die Ihnen wirklich am Herzen liegen, dann sind es so gut oder auch sonst Fragen, die Ihnen am Herzen liegen, schreiben Sie es bitte auf, dass wir das nicht vergessen, dass wir diese Fragen, die Ihr Patienten dann mit Ihnen durchsprechen. Also wir haben 2 plus 1 Patienten. Dann gehen wir die 4 Verfahren durch. Das sind die Ozonsauerstofftherapie, das ist die Ernährungstherapie, das ist die mikrobiologische Therapie und das ist die biophysikalische Gefäßtherapie, BEMA. Das werden die einzelnen Verfahren, die wir Ihnen im Einzelnen dann zeigen werden. Dann werden wir Ihnen zeigen, wie wir das auch beim Patienten dann anwenden können. Und zum Schluss noch ein Punkt, wie kann ich denn das auch so umsetzen, dass auch meine Familie davon noch was hat, dass ich davon in Urlaub fahren kann, dass sich das irgendwie auch rechnet.
das wird dann der letzte Teil am heutigen Nachmittag sein. So, jetzt der erste Teil ist also hier oben grundlegende Krankheitsmechanismen und dazu gehen wir mal ganz zurück in den Pischinger Raum. Monika, wie schaut so ein Pischinger Raum aus? Ja, das ist ein hochkomplexes System. Wir können einfach sagen, es ist der Zwischenzellraum, die interzelluläre Matrix, der Bereich, den wir zum Thema Mikro, wo die Mikrozirkulation, die Zirkulation von zuströmendem Ast an des Gefäßsystems, dem Arteriolensystems bis hin zur Zelle und dann eben aus der Zelle wieder heraus den Abtransport von Stoffwechselendprodukten abläuft in dieses venuläre und auch in die primäre Lymphesystem.